So, hallo zusammen und fast Happy Holiday, denn es ist kurz vor Weihnachten und auf Instagram habe ich gefragt, habt ihr Interesse an einem Food Haul? Und ihr wisst ja, jedes Jahr zu Weihnachten mache ich ein bisschen mal was anderes. Letztes Jahr habe ich ein paar Rezeptvideos online gebracht und dieses Jahr zeige ich euch mal, was ich jetzt für die Feiertage alles eingekauft habe. Es ist wie immer eine Dauerwerbesendung, denn ich zeige ja hier diverse Marken ins Bild und erzähle euch, in welchen Supermärkten ich das gekauft habe. Das bedeutet aber nicht, dass das die Nonplusultra-Marken sind, sondern das ist einfach jetzt heute meine Wahl gewesen. Ich weiß auch, dass vieles in Plastik verpackt ist. Auch das lässt sich leider oder ließ sich heute leider nicht komplett vermeiden. In meinem Alltag jedenfalls nicht. Also verurteilt mich nicht, falls ich Produkte gekauft habe, die nicht nachhaltig sind oder ethisch nicht vertretbar. Das ist einfach der ganz normale Familienalltagseinkauf für die Feiertage von mir. Jetzt zeige ich euch erstmal ganz kurz im Kalender, was ich denn überhaupt geplant habe zum Kochen für die nächsten Tage, was ich da vorhabe, und dann entsprechend wird sich auch dieser Einkauf erklären. So, hier seht ihr meinen Kalender und was ich vorhabe zu kochen. Würstchen habe ich noch, Pommes habe ich geholt, Gulasch und Klöße. Marie hat sich tatsächlich Klöße gewünscht. Dazu sage ich aber gleich noch was. Dann wird es geben eine Gemüsequiche, Hähnchen mit Kartoffeln, selbstgemachte Pizza. Den Apfelkuchen habe ich euch letztens schon mal auf Instagram gezeigt. Und Thunfisch und Spaghetti habe ich auch noch im Haus. Und ja, Pfannkuchen mit Apfel braucht man jetzt auch nicht großartig zu erklären. Aber das ist so die Kalenderansicht. Mal sehen, ob das alles dann so stattfindet, wie ich mir das vorgenommen habe. So, ich fange mal in der Obst- und Gemüse-Ecke an. Ein Bund Möhren, Pastinake wollte ich eigentlich nur eine kaufen, aber da gab es dann hier so ein Bio-Pack beim Lidl, da habe ich direkt die ganze Tüte gekauft. Die kann man ja auch gut in der Suppe verarbeiten. Zitronen. Hier sind Tomaten drin. Chicorée-Salat und so Salat, wie sagt man, Salatherzen. Genau. Dann da hinten noch was zum Schnuppen, wie man so schön sagt. Dann wollte ich eigentlich eine Knollensellerie kaufen, habe aber dann jetzt hier das ganze Suppengemüse mitgenommen. Das fand ich irgendwie praktischer, als da jetzt die riesen Sellerie-Knolle zu kaufen. Eine Avocado für mich, Banane für Karl, eine Paprika für den Gulasch, dann Zucchini und Gurke, diverse Äpfel für den Pfannkuchen und für den Apfelkuchen. Dann dieser Wein hier, den habe ich jetzt beim Lidl schon ein paar Mal mitgenommen, ein Weißwein. Und der schmeckt mir sehr gut, muss ich sagen. Den kann ich also absolut empfehlen. Dann geht es hier weiter in der Tiefkühlecke. Und zwar Brötchen kaufe ich immer, eigentlich immer, immer diese hier von Koppenrad und Wiese. Für mich und meinen Mann eher die Roggenbrötchen und die Kinder mögen lieber die Weizenbrötchen. Und dann auch diese hier, kann ich auch total empfehlen. Buttercroissants, die habe ich beim Edeka gekauft. Ich glaube, die gibt es aber auch beim Rewe. Und ja, die muss man ein bisschen länger durchbacken im Backofen, schmecken aber super. Dann hier Pommes und dazu passend frische Pommes-Soße. Auch diese Soße habe ich beim Edeka gekauft, habe ich auch schon jetzt das zweite Mal nachgekauft. Finden die auch echt ganz gut und die hat, glaube ich, nicht ganz so viel Fett und Salz wie die anderen Mayonnaisen. Dann direkt im Doppelpack unser Toastbrot. Eins wandert gleich in die Tiefkühltruhe und wird gleich tiefgefroren. So, dann geht es weiter mit Dessert after Dinner. Das machen wir eigentlich sonst nie, aber ich habe mir gedacht, jetzt für die Feiertage nehme ich sowas mal mit. Das hier gab es letztes Jahr schon beim Lidl und fand ich letztes Jahr auch schon sehr lecker. Deshalb habe ich es direkt doppelt gekauft, vielleicht auch noch für Silvester mit. Apfelmus, einfach so als Staple. Das sind unsere Lieblingserdnüsse. Salzstangen kaufe ich sonst eigentlich nie, aber ja, habe ich jetzt mal mitgenommen. Vielleicht finden die Kinder das ganz gut. Genauso wie diese hier, die kaufe ich auch fast nie. Waren aber heute im Angebot, darum habe ich sie direkt zweimal mitgenommen. Und falls wir mal wieder was anderes frühstücken wollen oder mal Porridge machen wollen, kaufe ich immer ganz gerne die glutenfreien. Ja, noch was zu schnuppen. Dann Fleisch ist für mich auch eher selten.
Hier habe ich mal jetzt ein Hähnchen geholt beim Lidl, was tatsächlich auch eine relativ gute Haltungsform hat. Und das möchte ich ganz gern mal in meinem großen Le Creuset Bräter mal versuchen. Das habe ich noch nie ausprobiert und möchte es gerne mal machen. So, dann Gulasch habe ich extra beim Metzger beim Edeka gekauft und nicht beim Lidl, ganz bewusst. Dann hier, den kann ich auch sehr empfehlen, von Tante Fanny, den Quiche und Tartteig. Den nehme ich eigentlich immer. Das Rezept dazu ist, glaube ich, auch online bei mir auf dem Blog, wie ich meine Quiche mache. Und das ist immer recht einfach. Ich weiß, Quiche-Teig kann man auch gut selber machen, aber ich mache es mir halt bei manchen Dingen und Gerichten auch mal gerne etwas einfacher. Ebenso wie jetzt dieser Sonderwunsch mit den Knödeln. Knödeln mache ich eigentlich sonst auch nie. Müsste ich mir erstmal ranschaufeln, wie das überhaupt geht. Und darum habe ich mir jetzt hier die Convenient-Variante vom Lidl mal geschnappt und hoffe, dass das vollkommen ausreicht für meine Kinder. So, dann noch Agavensirup. Den nehme ich ganz gerne für meine Frühstückskekse oder um auch andere Gerichte zu würzen, zu süßen. Apfelsaft, Milch, Mandelmilch, Mülltüten. Achso, hier habe ich noch Sahne, laktosefreie Sahne. Die nehme ich auch eigentlich jetzt schon über ein Jahr immer sehr gerne, weil ich sie wesentlich bekömmlicher finde. Eine Packung Fusilli-Nudeln, geriebenen Käse und hier so eine Kochsahne für die Quiche. Dann Bacon fürs Frühstück mal ab und zu. Ein bisschen Wurst und ein bisschen Salami für meinen Mann. Dann haben wir hier noch Eier, Käse, Margarine, passierte Tomaten, nochmal Käse, Joghurt, ein bisschen Mozzarella und Spüli und diesen Pizzateig kann ich auch absolut empfehlen, ist auch natürlich selbst gekauft und den rühre ich mir ganz gerne immer selber an. So, und das wäre der Food Haul für die Feiertage und Silvester ist da noch nicht mit drin. So, das war der Food Haul. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten oder ja, euch Ideen gegeben. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so an Weihnachten vorhabt zu kochen oder zu backen. Ich versuche es möglichst einfach zu halten, wie ihr vielleicht schon selbst gemerkt habt. Wir sind so die Familie mit Würstchen und Kartoffelsalat an Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag. Und vielleicht machen wir noch Raclette an Silvester. Mal gucken, das probieren wir mal aus. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal fröhliches Kochen. Macht's gut. Tschüss.